Oh, hallo meine Lieben, und es geht weiter mit Final Fantasy X. Wir sind stehen geblieben auf der Djoser-Straße, auf dem Weg zum Djoser-Tempel. Bei der Küstendefensive von Djoser letztes Jahr hatten wir viele Tote zu beklagen. Doch dieses Mal ist es kein Vergleich. Yevon hat uns bestraft. Das habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden. Bitte benutzt es. Eine Mega-Potion. Und hier ist noch jemand. Es versteht sich von selbst, die Leitsätze zu befolgen und den Verletzten zu helfen. Natürlich gewähren wir den abtrünnigen Bürgerwehr Schutz in unserem Tempel. Oh mein Gott, was für ein Deutsch ich heute habe. Sie wurde hart genug bestraft und soll nun wieder in unsere Mitte aufgenommen werden. Der Segen Yevons sei mit euch. Haha, schwarz die dunkle Seite, die ich spüre. So, Juni, mach dein Päuschen. Waka holt einen von diesen Vögelchen hier runter. Bam. Kimari kümmert sich auch mal darum. Ey, er trifft sogar, sehr schön. Und Lulu. Gibt's den Schneepudding den Rest mit Feuer. Ja, ich weiß, ich bring nicht mehr alle mit ins Spielfeld ein, aber ja, ich möchte so langsam mal im Djoser-Tempel ankommen. So, und hier folgt jetzt eine Cutscene, die ich beim ersten Level-Video nicht mit einbezogen habe, und da war dann hier Schluss. How much longer till Xanarkand? Still a ways. First down the moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh boy. Und jetzt? And before that, we get to pray at the temple in Jose. Jose! We can't just skip all that. Can we? Huh? Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Must be tough, Yuna. I'll be fine with you here. Tja, außerdem wollen wir doch alle Bestias haben, oder? Ich will euch doch alle bösen Monster zeigen, die wir aufrufen können, um Sin in den Arsch zu treten. Yevon Temple Jose erwartet uns. Hey, new guy. Grünschnabel. Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah. You have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey! I still don't buy your story, you hear? Und wieder mal merkt man, dass die Übersetzung total von Arsch ist. Also zumindest die sprachliche. Weil ich glaube immer noch, dass der Untertitel aus dem Japanischen... Ich weiß ja sogar, dass hier aus dem japanischen Original stammt. Wow. Und wir fliegen ein bisschen in die Luft. Und hier war irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht, ein Albedbuch. Da haben wir das schon gefunden. Yuna, it is good to see you and your companions are well. Yourselves as well, Captain. We were worried. Praise be to Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our chocobos, only this one made it. Chocobo! We make pretty poor chocobo-mounted forces without chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This is our just reward.
ihr musstet ja alle auf Simo hören. Und mir fällt gerade auf, ich weiß, wo das letzte Albed-Buch ist. Das hier. Also nicht das letzte, sondern das letzte, was hier rumliegt. Was ist das? Nee. Aber ich will hoffen, dass ich da jetzt noch hin kann, weil normalerweise, als ich das Level-Video gemacht habe, konnte ich hier nämlich nicht weiter zurückgehen. Ich will hoffen, dass das jetzt noch... Nein, es funktioniert natürlich nicht. Mitten auf dem, also nicht mitten auf dem Weg, sondern hier am untersten Rand hinter einer Säule ist Albed Lexikon Band 11. Ich will hoffen, ich werde es mir gleich mal aufschreiben und hoffen, dass ich es dann nicht vergesse. Also da an so einer Säule, wie ihr sie jetzt da im vorderen Bereich seht, dort liegt einer. Eigentlich habe ich da ja keinen Bock drauf. Ich mag Basilisken nicht. Magie, Hass, Kidos. Kimari, Fongo Ongo bitte. Der soll es Blick. Daneben. Was ich witzig finde, die Fongo Ongos zaubern größtenteils mit Feuer. Und trotzdem sind sie gegen Feuer anfällig. Da, Feuer. Das ist ihr einziger Angriff, den sie so machen. Sehr schön. Kimari, hau drauf wie nix. Lulu, zauber drauf wie nix. Eis, hau drauf. Und nochmal. Dann wäre halt die Ability beschützen, wäre hier einfach total toll. Weil dann stellt sich Eis bei physischen Angriffen vor den Mitstreiter und dann würde der Konter halt immer ziehen. Also sobald ein Kamerad dann physisch angegriffen wird, stellt sich Tidus vor denjenigen, kriegt den Schlag ab und würde dann halt durch unseren Rächer dauerhaft diese Angriffe kontern. So, und wir kommen an im Jose-Tempel. Oder Jose! Is that the Jose Temple? Yuna sagen würde. Schaut so aus, gell? Oh oh, ich glaube, der fliegt jetzt in die Luft, Leute. Oh oh, Köpfe runter. Awesome! Awesome! Yeah! Erklärung, warum der gesprungen ist, der Stein bzw. so explodiert und zusammengehalten wird, gibt es jetzt von, ich glaube, Lulu. The Lightning Mushroom Rock. It only opens when a summoner is addressing the faith. That means another summoner's already in there. Another summoner? What if it's Donna? Donna. We have to hurry. Right. In we go. Ja, geht ihr schon mal vor. Ich möchte hier hinten und da vorne noch die Truhe haben. Einmal hier. Mit 4000 Gil. Die hätte ich nämlich schon ganz gerne. But how? How can I enter the temple after what we have done? Selber schuld. I've been thinking about the future. Ja, denke ich auch manchmal nach. The monk said we could stay here for a while. What? Monk ist hier. Desinfektionsspray. Sofort. The Monks. Es gibt nur einen Monk. Wie hieß Monk doch gleich mit Vornamen? Adrian? Adrian Monk? Kommt das hin? Ability Spheroid viermal. Oh, ich war wieder ganz in Gedanken. I'm so sorry, Leute. Ein Speicher Spheroid. Aber nur berühren und... Safe State Taste. Ich hab's heute mit Versprechern. Safe State Taste drücken. So. Einmal hier rein. Willkommen im Gasthaus zum Jose Tempel. Leider sind alle Betten ausgebucht. Wollen Sie sich trotzdem ausruhen? Ja, der Boden sieht bequem aus. So schön steinig. Ausrüstung kaufen. So. Nein. 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 Ja.
ganz sicher. Ja, wollen wir auch gleich ausrüsten. Dankeschön. Nein. Yep. Auch wenn es nur minimal ist, aber die Bänder können wir behalten. Items kaufen. Haben wir alles noch, ne? Ja, brauchen wir also auch nicht mehr. Danke. Ah, nochmal rein. Ich vergessen haben zu sprechen mit Mann hier vorne. So. Die Verwundeten der Bürger wehren am Eingang des Absiums herum. Keine Besuche. Lass die bitte schlafen. Okay. So, dann würde ich sagen, betreten wir den Jose-Tempel, oder? Wie genau ist? Nein, hier liegt nichts mehr. Also, ab in den Jose-Tempel. Und wieder die schöne Musik. Was sagst du dazu, Oren? So, you're a champion of Yevon now, Braska. Okay, er redet von Yunas Dad. Und das sieht nicht nach Donna aus. I beg your pardon, but may I ask your name? I am Summoner Yuna from the Isle of Besaid. As I thought. The daughter of Lord Braska. You have the look of your father. My father? You knew him? No, I have never met the man. The Kimari. Ah, my apologies. I am Isaru. I am a summoner, like you. I'm Bussy. Pleased to meet you. And I'm Maroda. Maroda. I'm guarding my big brother here. Since I was a child, I've always looked up to Lord Braska. I wished I would someday become a high summoner like he was. You must have some of your father's talent in you. I believe you might someday defeat Sin. Was ist mit dir? I'm not really. I've only just become a summoner. Of course, I've no intention of losing either. So perhaps we should race to see who can defeat Sin first, no? Das wird kein Rennen, glaub mir. Very well then. I accept your challenge. Isaru! Yuna, I beg your leave. Good luck to both of us. Yes. So then, let's kick some... Ja, nicht es, aber schauen wir doch erstmal. Ja, da liegt eine Kiste. Schauen wir doch erstmal, ob wir hier was abstauben können. Mein Chocobo, mein Chocobo. Und meine Nase juckt. Ulla, ulla. Atmet nicht mehr. Puh. Wir haben nicht genügend Leichentücher. Holy moly. Und ein Allheilmittel. Die Kommandantin wurde verwundet, bloß weil ich unvorsichtig war. Ich war zu unerfahren. Was ist mit dir? Dich kann man nicht ansprechen. Wie sieht's mit dir aus? Den Kampf mit Sin überlebt zu haben, ist wahrlich ein Segen Yevons. Auch wenn sie gegen die Leitsätze verstoßen haben, können wir sie nicht im Stich lassen. So sieht's aus. Es sind immer noch Menschen. Ein Äther gefunden. Hier noch was? Nein. Schau mich mal etwas genauer um. Warum stehst du denn hier noch doof in der Gegend rum? Our itinerary. We should be climbing the slopes of Mount Gagazet by now. Now we go to Kilika. From there we take the ferry, perhaps as far as Besaid. Ah, die machen den Weg also rückwärts. Noch eine Truhe. Sieht nicht so aus. Also hier mal rein, schauen. Ja, hier ist noch eine Truhe. Alles abstauben, was sich uns in den Weg stellt. Ein Mega-Phönix, sehr geil. Wir haben alle heilende Potions aufgebraucht. Aber es sind immer noch Verwundete. Aber es werden immer noch Verwundete hergetragen. Soll ich euch welche geben? Hab noch welche. Der Vater der Bürgerwehr, Simeon.
hat den Yavin Temple Jose gesegnet. Wenn er wüsste, was heute hier vor sich geht, Sumiren würde sich im Grabe herumdrehen. Wahrscheinlich. Chef, bitte öffnen Sie die Augen. Chef, ich habe sie wirklich gemocht. Gaylord! Er outet sich erst, wenn sein Chef tot ist. Hm. Hey, you. Ach, deswegen steht Me? Er noch da. You are Yuna's guardian, no? Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. Okay. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What? What? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. An Yuna wird nichts herankommen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ach nein. What? We're leaving! Be right there! See ya! See ya! Heißt ja gar nicht Dr. The cloister of trials lies within. Are you prepared? Jawoll, sind wir. So, hier langsam, Daniel. Diese Hallen sind nun etwas komplizierter zu lösen. Alright, Guardians, at attention. We are ready. Alright, let's do it. Hier muss ich jetzt auch wieder von vorne überlegen, wie dieser Tempel zu lösen war. Ein Spheroid von Jose. Ich meine, das war nämlich der, wo man die Eisflächen hin und her schieben musste nachher, oder ist das der falsche? Also erstmal die Spheroiden hier einsetzen, damit die Türe aufgeht. Genau, wir mussten hier das Zeichen komplettieren. Hier war jetzt alles vollbracht. Und das können wir meines Wissens... Oh, 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 es ist lange her, seitdem ich dieses Rätsel gelöst habe. Ein Sphäre von Jose genommen. Na komm schon. Diese Linie behauptet, hier müsste noch eine rein. Einsetzen. So. Und ich meine, damit der rechte Flügel leuchtet, müssen wir, glaube ich, das Podest jetzt gleich nach rechts schieben. Nicht so, oder? Moment eben. Nehmen wir doch mal. Na, komm her. Nehmen wir doch mal den Spheroiden. Und setzen ihn hier ein. Einsetzen. Okay, war anscheinend falsch. Hier links. Auch falsch. Aber das Symbol können wir noch nicht berühren. Oh, das ist natürlich gerade ein klein wenig peinlich. Dass ich dieses Rätsel jetzt gerade nicht lösen kann. Na komm. Als erstes setzen wir dich mal ein und schieben dich herüber. Weil ich meine, wir müssen das hier hinstellen. Nicht vertun. Na, jetzt. Aus.
man hier dann ein. Genau. Ja, ich habe Mist gebaut, also. Ah, das wird witzig, das wird witzig, das wird spaßig. So, dann nehmen wir den Spheroiden hier wieder raus. Na komm schon. Der muss also erst verbunden sein, so. Vielleicht klappt das ja so, genau. So, und jetzt? Nehmen wir diesen nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das Podest jetzt darunter stecken muss, ohne dass ein Spheroid drin steckt, oder? Probieren wir es erstmal ohne. So. Setzen wir das erstmal wieder da rein, damit das am Leuchten ist. Können wir ja von da aus immer noch mal entfernen. Und rüber mit ihr, Podest. So? Nicht? Manchmal ist die Steuerung für ein Po. So. Auch nicht. Vielleicht fehlt der Spheroid da drin. Oh Leute, ich bin gerade restlos überfragt, wenn ich ehrlich bin. Das ist gerade echt gruselig, dass ich... Nein. Nein, nichts tun. Oh mein Gott, ist das peinlich. Ja, einsetzen bitte. Ah, jetzt. Erhalten haben wir einen aufgeladenen. So. Hier rein. Ich meine, dann öffnet sich die Pforte dort. Sehr schön. Dafür brauchen wir jetzt, glaube ich, wieder das Podest. Oh, Moment. Komm du mal eben hier rein. So. So, jetzt brauchen wir das Podest, glaube ich, nochmal. Plus einen weiteren Spheroiden. Den müssen wir jetzt, glaube ich, hier reinstecken. Nein. Nee. Rein da, genau. So. Und dann müssen wir das Podest da jetzt, glaube ich, mit dem Spheroiden draufschieben, damit wir da drüber springen können. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, anscheinend brauchen wir zwei Spheroiden dafür. Okay, nehmen wir die auch noch. Ist ja okay. Ich werde von meinen Zuschauern noch gesteinigt, wenn ich so weiter spiele. Na komm, na. Gehst du wohl. So, und jetzt nochmal. Ich weiß, dass man dieses Podest da drauf schieben muss. Aha. Sieht ja schon mal besser aus, ne? So, schwebe, wenn der Herr es dir verspricht. Zack. Zack. Dann nehmen wir den Spheroiden und schieben ihn da rein. Dann leuchtet auch das Auge. Hopp. Hopp. So. Dann das Podest wieder ranholen. Oh Mann, das war jetzt aber wieder was. Kinnas, Kinnas, Kinnas. Ich baue hier einen Mist heute.
trotzdem fehlt mir doch gerade ein Spheroid, oder? Oder bin ich gerade leicht Banana? So. Damit können wir die linke Seite machen. Fehlt das letzte Teil. Spheroid von Jose. So, und ob es dieser Spheroid ist, ob wir danach weiterkommen, seht ihr im nächsten Part von Final Fantasy X. Ich bin Ice Age 88, Let's Player aus Leidenschaft. Wir sehen uns, ciao!